Hallo und willkommen zu einem weiteren Spiel hier auf meinem Channel Xenton LP. Es geht los mit Blackguards von Dedalic Entertainment oder Dedalic Entertainment, wie man es aussprechen möchte. Es ist das Spiel Das Schwarze Auge Blackguards. Es ist mein erstes Spiel dieser Art, was ich jetzt playe. Ja, wir gehen erstmal in die Einstellung rein, weil ich habe gerade das Gefühl, mir fliegen gerade die Ohren weg durch die Musik. Und ich möchte jetzt ja nicht erst einmal gegen anreden. So. Schwierigkeitsgrad. Normal. Sprache, Tutorial. Sprache Deutsch, Tutorial an. Kampflog, Overlay an. Hexfeld detailliert. Das ist schön. Auflösung 1680x1050. Mehr macht mein Monitor nicht. Anti-Lasing an. Texturenqualität hoch. Schattenqualität hoch. Höher geht's nicht. Also alles ist ziemlich hoch. Na, speichern wir und gehen zurück. Ja, die Schrift sieht ein bisschen komisch aus, sieht bei mir auch auf dem Monitor komisch aus, ist also normal. Aber jetzt möchte ich mal kurz ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe Blackguards angetestet, um überhaupt zu gucken, ob ich es Let's Playen möchte. Wie man sieht, hier weiterspielen, neues Spiel. Wir werden definitiv ein neues Spiel anfangen, aber kurz möchte ich was dazu erzählen. Nochmal, das ist halt Blackguards oder DSA, das schwarze Auge, Blackguards von Dedalic Entertainment oder Dedalic Entertainment. Es ist ein Spiel ab 12, der USK nach PEGI ist es 16. Das Spiel ist auf Deutsch, wie man schon gesehen hat. Es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Es ist keine frei begehbare Welt, aber das sehen wir so nach und nach im Spiel. Ich möchte jetzt hier nicht allzu lange rumreden. Ich möchte eigentlich ziemlich früh jetzt hier ein Spiel starten. Wir werden ein neues Spiel beginnen. Ich hatte erst überlegt, ob ich ein kurzes Intro mache, nach dem Motto Spielerauswahl. Aber ich weiß nicht, ob ich genug Zuschauer am Anfang habe, welche Charakterklasse wir wählen. Deswegen werde ich jetzt von mir aus das wählen. Ich werde jetzt hier auch nur eine kurze Aufnahme von vielleicht 1, 2, 3 Folgen machen. Könnte es sein, wenn wir noch nicht so weit sind, dass ich dann so den ersten 2, 3 Folgen, also jetzt unter diesem Video, Kommentare kriege, ach, nimm doch lieber die Klasse. Dann kann es sein, dass ich das nochmal anfange mit der anderen Klasse und bis zum bestimmten Punkt spiele oder halt euch das mitmache. So, jetzt gehen wir hier Profession. Wir können Krieger, Magier, Jäger wählen. Getestet habe ich den Jäger. Krieger, ich bin nicht so der Nahkampffreund. Ich spiele lieber Magier oder Jäger. Wir können Geschlecht wählen, männlich, weiblich. Wir können das Aussehen wählen. Wir können unten Namen eingeben. Magier. Jetzt können wir mal ein bisschen vorlesen, was ist die Profession Magier. Oder fangen wir mit Krieger an. Der Krieger ist eine Moment, das fängt ja schon wieder gut an. Der Krieger ist ein Spezialist im Umgang mit Waffen und kann viel einstecken, bevor er zu Boden geht. Doch in anderen Fähigkeiten ist er schlecht ausgebildet. Stärken. Ausgebildet im Umgang mit Ein- und Zweihandschwertern. Gute Körperbeherrschung, elementares Wissen über Wundheilung. Schwächen. Keine Erfahrung in der Wildnis, ungeübt im Umgang mit Fernkampfwaffen. Besondere Fähigkeiten. Wuchtschlag, Schildkampf 1 und Rüstungsgewöhnung 1. Wir befinden uns hier in der DSA. Da wurden die DSA oder das Schwarze Auge Regeln übersetzt oder eingesetzt. Das heißt, hier wird ziemlich viel mit sowas hier gearbeitet. Ich kenne mich ein wenig damit aus. Ich habe früher schon damit mal gespielt. Ich habe früher die DSA-Teile gesuchtet. Das war noch zu Amiga-Zeiten. Richtig geil. Ich kenne mich also ein bisschen mit den DSA-Regeln aus. Ich kenne sie nicht hundertprozentig. Ich möchte sie auch nicht hundertprozentig kennen, weil ich habe das Pen-and-Paper-Spiel nie gespielt. Ich habe mich damit zwar befasst, aber Computer macht doch mehr Spaß. Kommt aber, wie man sieht. So, kommen wir mal der Sache nahe. So, was wollen wir jetzt spielen? Gucken wir uns den Magier an. Der Magier ist ein Meister in der Nutzung der arkanen Kräfte. Mit seiner Magie kann er seine Freunde vor einem schlimmen Schicksal bewahren und seine Feinde Verderben bringen. Doch wehe ihm, wenn seine Kräfte verbraucht sind. Stärken. Ausgebildeter Kampfmagier. Hohe Selbstbeherrschung. Geübt im Kampf mit dem Zauberstab. Solides Wissen über Wundheilung. Schwächen. Wenig Erfahrung im Nahkampf. Keine Erfahrung im Fernkampf. Besondere Fähigkeiten, astrale Regeneration 1, Distanzzauber 1, Zauberroutine, Corpo Frigo, Kälteschock, Ignifaxius, Flammenstrahl, Magica, Magica Infracta, Clarum Purum und Balsam Salupunde. Also Balsam müsste Heilung sein, da hier das ist
Der Flammenstrahl, das ist so gesehen der Feuerball, kann man so sehen. Dann haben wir noch den Kälteschock. Und wir müssten theoretisch eigentlich noch einen Flächenzauber haben. So, den Jäger. Der Jäger ist ein guter Fernkämpfer. Er ist ein wildniskundiger und geübt im Umgang mit Nahkampfwaffen. Bis auf die Magie beherrscht er jede Disziplin ein wenig. Doch sein Halbwissen könnte ihm zum Verhängnis werden. Stärken: ausgezeichneter Bogenschütze, gut im Umgang mit Messern, erfahren in der Wildnis, Erfahrung im Entschärfen und Einsetzen einfacher Fallen, Schwächen: wenig Erfahrung im Nahkampf. Besondere Fähigkeiten: Aufmerksamkeit, Ausweichen 1, gezielter Schuss. Also hier steht drin, der Jäger ist ein guter Fernkämpfer. Also vom Prinzip her, er kann alles, aber nichts. Richtig? Ist eigentlich meine Klasse. Die spiele ich am liebsten. Es gibt eigentlich, wenn man so ein bisschen vergleicht, WoW noch ein bisschen mit rein. Da ist der Druide, der Heiler, Tank, Damage-Starter spielen kann. Ja, das bin ich eigentlich mehr. Oder halt sowas, der ein bisschen von jedem kann. Ich bin halt viel gerne damit unterwegs. Ich habe den Charakter schon angetestet als weiblichen Charakter. Wir werden hier aber, glaube ich, als Magier durchgehen. Jetzt bin ich gerade wirklich überlegen. Ich habe ihn schon als Jäger angetestet. Ach, ich mache doch Jäger. Hat einen Grund, wieso ich schon mache. Wir werden den Grund später erfahren. Die den Test gesehen haben oder Spanner schon geguckt haben, werden den Grund wissen. Also, Name ist Xenton. Xenton, wird unterschiedlich ausgesprochen. Wichtig ist dieses Enton. Wie das X ausgesprochen wird, ist mir Banane. So, damit haben wir alles. Wir haben hier die Eigenschaften: Mut 12, Klugheit, irgendwas. So, was können wir jetzt unser Aussehen noch wählen? Nee, Blondschopf bin ich nicht. Bin ich auch nicht. Bin ich auch nicht. Bin ich auch nicht. Reinscrollen können wir nicht. Der sieht ja mal kacke aus. Sieht auch scheiße aus. Ja, blond. Nee, Irokese bin ich nicht. Ich würde sagen, das oder das. Würde ich eher zu dem tippen. Ja, das auf keinen Fall. Der da. Gut, Xenton, den Namen haben wir. Mut 12, Klugheit 13, bla 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 bla. Wenn wir weiblich wechseln, die Werte ändern sich nicht. Aber wir können mal kurz weiblich gucken. Da gibt es auch noch die verschiedene Aussehen. So. Werte ändern sich halt nicht. Wir starten das Spiel. Jetzt kommt ein Haufen Videosequenzen. Das Spiel wird viel über Videosequenzen gespielt. Wir können unserem Verstand folgen oder unseren Instinkten oder unseren Freunden. Sie alle werden uns irgendwann täuschen. Vertraue niemandem, sagt der Zyniker. Schon gar nicht dir selbst. So, und da sind wir auch schon. Gut. Gut. Im Hintergrund läuft ein bisschen was ab, das muss ich leiser stellen. So, herzlich willkommen in diesem Tutorial. Herzlich willkommen. Dieses Tutorial begleitet dich bei deinen ersten Schritten im Spiel und erklärt dir die wichtigsten Menüs und Spielelemente. Wenn du ohne Tutorial spielen möchtest, kannst du es über die Optionen ausschalten. Du kannst es jederzeit wieder aktivieren. Da sind die Optionen. Kommen wir gerade nicht hin? Lassen wir erstmal stehen. Mit WASD und den Pfeiltasten kannst du die Kamera bewegen. Mit dem Ausrad änderst du den Kamerawinkel. Wir können nicht drehen, wir können nur den Kamerawinkel hoch runter drehen. Ansonsten links, rechts, vorder, zurück bewegen. Klicke zweimal auf ein Feld, auf das du Figuren bewegen willst. Bleibt deine Figur innerhalb des blauen Aktionsbereiches 2, kann anschließend noch eine Aktion ausgeführt, zum Beispiel eine Attacke oder ein Zauber. Sobald du eine Aktion ausgeführt hast, verfallen deine übrigen Bewegungspunkte.
Klicke mit der linken Maustaste auf den Wolf, um ihn anzugreifen. Du kannst den Wolf nur angreifen, wenn du noch Aktionen zur Verfügung hast. Wenn du stattdessen die Runde beenden willst, drücke Enter. Wir schließen das Ganze mal. Gehen wir kurz in die Optionen und drehen mal die Effekte ein bisschen runter. So, weiterspielen. So, das ist der erste Kampf. Wir haben hier den Wolf. Kurze Sache zum Video. Ich habe extra gesagt, das Spiel ist ab 12 mit PEGI 16. Man kann sich ein bisschen wundern über das Video gerade, wo der Wolf die Leiche hier auffrisst. So, wir sind der Jäger. Hier unten sind unsere Felder. Wir sind gerade am Zug. Jetzt kann ich hier Angriff machen. Hier oben steht der Kampflog. Du hast gewonnen. Prinzessin. Eleanor, was geschieht hier? Was geschieht mit mir? Dort hinten ist... Es ist gut. Alles ist gut. Den Text unten lese ich jetzt nicht vor. So, das war jetzt das erste Tutorial-Spiel. Das war die erste Kampfbewegung. Gefängnis von Nita. Ein Tag nach Eleanors Tod. Den Namen. Sag uns den Namen. Lysander, was? Fahr zur Hölle, Mistkerl. Du hast Eleanor erschlagen. Nein, das ist nicht... Was ist mit mir passiert? Er muss uns den Namen sagen. Wovon redet ihr? Welcher Name? Sag uns endlich, was du weißt. Was ich weiß? Was für ein Name? Schön. Du lässt mir keine Wahl. Mein Freund Muratori wird dich gesprächiger machen. Wie lautet der Name? Ja! Den Namen. Welcher Name? Ich weiß es nicht! Kapitel 1. Flucht. Ich war mir meiner Sache immer sicher. Ich wollte faul sein und in der Sonne liegen. Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Der Tod der Prinzessin hat alles verändert. Sie halten mich für ihren Mörder. Und vielleicht haben sie recht. Vielleicht spielt es keine Rolle. Man kommt als niemand auf die Welt und tritt als niemand ab. Sie werden mir einen Strick um den Hals legen und der Hals wird brechen. Dennoch plagt mich diese eine Frage. Was zum Namenlosen ist mit mir geschehen? Ich habe zwar nicht verstanden, worum es geht, aber mein Gefühl sagt mir, du solltest nicht hierbleiben. Wie hast du dich befreit? Ihr Großlinge wisst nicht, wie man einen Angroscho einsperrt. Wir bekommen Besuch. Hey! So. Das Ringmenü, das Ringmenü 1, bietet dir neben Spezialmanövern, Zaubern und Fähigkeiten alle taktischen Möglichkeiten deiner aktiven Figur. Du öffnest und schließt es mit dem Rechtsklick. Die Initiativleiste, das ist da unten links, zeigt dir, in welcher Reihenfolge Freunde und Feind am Zug ist. Der Balken 1 in der Interaktivleiste zeigt an, wann du laufende Runden beendet ist. Je höher der Initiativwert einer Figur, desto eher ist der am Zug. So. So, ich kann jetzt hier mal den Winkel ein bisschen ändern, dann sehen wir ein bisschen was. Ich kann auch vor- und zurück scrollen, das geht also auch. Drehen kann ich die Kamera halt nicht, mir ist es zumindest nicht bewusst. So, hier sieht man jetzt nochmal die Aktion. Wenn ich mich innerhalb dieses Feldes bewege, kann ich danach noch eine Aktion starten. Die Sache ist die, ich bin jetzt gerade mit Fackeln bewaffnet, so wie es aussieht. So, das heißt, wir bewegen uns mal ein wenig nach vorne. Ihn ziehen wir auch nach vorne. Ich mache absichtlich so weit. Es ist ein taktisches Spiel. So. Neben der einfachen Attacke verfügen einige Charaktere über Spezialmanöver. Naurium zum Beispiel kann mit Hiebwaffe wie seiner Fackel einen Wuchtschlag 1 ausführen. Spezialmanöver sind mächtiger als normale Attacken, bringen aber auch Nachteile mit sich. Der Wuchtschlag erhöht den Schaden, verringert aber die Trefferwahrscheinlichkeit.
mit der linken Maustaste auf die Aktion, die du auswählen willst. Achso, klicke mit der linken Maustaste auf die Aktion, die du auswählen willst. Na gut. Wähle den Wuchtschlag aus und klicke auf den Gegner, um ihn auszuführen. Falls du dich umentscheidest, kannst du die Aktion mit Rechtsklick wieder abwählen. So, das werden wir jetzt mal machen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Rechtsklick dran machen. Kann sagen, normale Attacke, einfacher Schlag, das bin ich. Pupp. 2 Schaden. Jetzt kann ich mit ihm sagen, Wuchtschlag. Was gesessen. Hier unten sehen wir auch die Lebenspunkte. Der ganz links steht jetzt immer dran. Danach kommt Naurium und danach kommt der Gegner. Wir müssen eben noch 11 Lebenspunkte klauen. So, das heißt, rechten Mausklick. Man kann auch anders angreifen. Man haut einmal mal mit links zu. Das ist der normale Angriff. So, mit ihm möchte ich jetzt zum Beispiel einen Wuchtschlag machen. Wir müssen eben immer noch 4 klauen. Der Wuchtschlag kann natürlich auch daneben gehen. Aber wird da hier vorne am Anfang nicht. Er wird uns danken, wenn er auf dem Weg ins Totenreich nicht so viel schleppen muss. Hier sind die Schlüssel. Und? Wie lautet der Name nun? Der Name, nach dem die Brillennase dich gefragt hat. Du meinst Lysander? Die Brillennase. Vielleicht solltest du ihm einfach sagen, was du weißt. Wie heißt du? Warum bist du hier? Jetzt komme ich hier so in Text. Im Kontext, jetzt kann ich mich mit dem unterhalten. Wie heißt du? Ich bin Naurim. Einfach Naurim? Kein Sohn des... Einfach Naurim. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Ich wollte euer Land vor dem Drachen beschützen. Bekämpfe Feuer mit Feuer, habe ich mir gedacht. Vor welchem Drachen? Der Drache. Der Goldene. Dessen Ränke uns alle verschlingen werden. Weil wir für den ewigen Kampf blind geworden sind. Ah. So, Ende. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Freunde, ich liebe Geheimnisse. Aber ich wäre euch unendlich dankbar, wenn ihr mich ebenfalls befreien könntet. So. Am Ende des Kampfes looten wir automatisch. Wir bekommen AP, wofür wir die später brauchen, sehen wir später. Wir bekommen 2 Dukaten, 9 Silbertaler, 0 Heller. Bekommen einen schäbigen Gürtel, einen schwachen Heiltrank und ein Kurzschwert. Wir können jetzt natürlich nichts nehmen, alles liegen lassen. Also hier steht der Wert des Teils und die Traglast. Wir können natürlich auch alles nehmen. Bitte schließt auf. Ich bin unschuldig. So unschuldig, wie ein Mann meines Alters nur sein kann. So. Warum bist du eingesperrt? Na, das bin ich. Wenn hier vorne ein Name steht, quatscht die andere Person. Wir lassen Naurim quatschen. Warum trägst du diesen hässlichen Eisenkragen? Mir gefällt er auch nicht. Toll, bis jetzt haben wir nicht eine Antwort gekriegt. Wir hätten etliche Fragen gestellt bis jetzt in diesen Videos und in den Zwischensequenzen, aber bis jetzt nicht eine richtige Antwort. Wie jetzt hier auch. Warum bist du eingesperrt? Das wüsste ich auch gern. Ich bin Zauberer. Und aus Al-Anfa. Offenbar Gründe genug, mich als Spion zu brandmarken und einzukerkern. Mein Name ist Zobaran. Aus dem Hause Florios. Al-Anfanern ist nicht zu trauen. Ich sage dir, der Drache hat ihn gesandt. Was hat dich hergeführt, Zelle aufschließen? Wir nehmen das Erste. Was führt einen Al-Anfaner ins Land seiner Feinde? Das Wetter, die Landschaft, Frauen. Ich schließe auf, wir können Hilfe gebrauchen. Wundervoll. Jetzt muss ich nur noch diese Krause loswerden. So, und damit haben wir unsere ersten Mitstreiter. Es geht weiter, Spiel. Sichern. Denke daran, das Spiel häufig zu sichern. Während der Kämpfe ist Speichern nicht möglich. Allerdings legt das Spiel nach jedem Kampf automatisch einen Speicherstand an. Öffne das Menü, um den Spielstand zu speichern oder einen alten Spielstand zu laden. Du kannst das Spiel auch mit F5 schnell speichern oder mit F9 schnell laden. Schnell den letzten Spielstand laden, genau. Das Menü F5, F9 schließen. So, das ist die Karte, mit der wir uns bewegen. Wir haben noch die große Übersichtskarte dann, aber das ist jetzt zum Beispiel das Gefängnis von Nethan. Wir können hier abbiegen. In den Wärterraum, wir können auch da reingehen, in die Tür.
Da ist unser nächstes Ziel, das zeigt dieser Pfeil an. 75 AP haben wir, 31 AP hat Naurim und 6 AP hat der Zuberan. Wozu wir die brauchen, ist eine zweite Sache. So, wir haben jetzt hier für unseren Mitstreiter. Er ist Nahkämpfer, das werden wir später merken. Er ist Magier. Und ich bin jetzt hier der Bogenschütze. Jetzt wisst ihr auch, wieso ich den Bogenschützen genommen habe. Damit ich gleich alle drei Klassen am Anfang habe. Oder ich ihn wieder genommen habe. Hätte ich jetzt am Anfang Zauber genommen, hätte ich diesmal wahrscheinlich sowieso den Bogenschützen genommen. So, aber wir gehen in den Warteraum.